probiere ich eine Scheiße mal nochmal. Kann ich alles? Ja. Das eigentlich Wichtige ist ja, ich kann die Dinger hier komplett wegmümpeln. Tentakel blockiert die Transporttür. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstofftrichlorid. Sie explodieren, wenn sie zu heiß werden. Vier Stück. Perfekt. Es hat funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. Gut, ich sehe Sie. Wir treffen uns schon. Wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sag sie, sie muss jetzt wirklich festhalten. Es geht los. Achtung! Aus den Löchern in den Wänden kommen noch mehr! Oh, Scheiße! Schneller, Ellie, schneller! Ich weiß nicht wie! Oh Gott, mach schon! Stünden die Dinge anders, würde ich Ihre Sturheit sogar bewundern, Mr. Clark. Aber das hier ist bedeutender als Sie, bedeutender als das Leben aller auf dieser Station. Sir, die letzten Evakuierungsvorbereitungen laufen. Offenbar endet es jetzt. Ab hier ist alles nur noch Ballast. Isaac, was meinte er damit? Was meinte er, als er von Ballast redete? Er nutzt den Solarstrahl. Wir müssen den Transport stoppen. Oh, sofort! Scheiße! Ah! Die Station geteilt, keine Möglichkeit mehr, um rüberzukommen. Bringen Sie uns zurück zur Station. Na los! Warum? Tun Sie es, schnell! Die Ishimura, wenn die Gravitationsstrahlen noch funktionieren, kann ich... Sie wollen den Regierungssektor zurückziehen? Isaac, das ist lächerlich. Wenn ich die Schienen ein paar Sekunden ausrichten kann, sollten Sie mit der Bahn rüberkommen. Seien Sie bereit und passen Sie auf Stross auf. Oh. Isaac, nein. Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Warten Sie es ab. Mein Kopf ist voller dämlicher Ideen. Warum muss ich schon mal? Warum kann nicht der andere Dommer was machen? Ja. Jetzt gehen wir noch auf die Ishimura oder was?
alles von vorne. Flight Lounge sollte ein Computer sein. Ich kann den Status des Schiffs von dort aus checken. Sind Sie okay? Sie klingen ein wenig nervös. Als ich das letzte Mal hier war, lief es nicht so gut. Ich melde mich bald wieder bei Ihnen. Du liefst gar nicht gut, ne? Was haben die da nicht gemacht? Haben die das desinfiziert oder was? Speicherstation. Stopfer. Ich habe keine Ahnung, wer seine ganze Rolle Klopapier braucht, um sich den Arsch abzuwischen, aber wenn ich den hier wische, reiße ich ihm den Arsch auf. Das ist das fünfte Mal in dieser Woche, dass irgendein Vollpfosten die Klos hier drin verstopft hat. Wir sind im All, Herrgott. Wenn die Leitungen hier den Bach untergehen, muss jemand da raus in jedem Fall Scheiße einsammeln, um das sauber zu machen. Hör auf damit! Dieses Schiff ist verflucht. Es ist ein böses Omen, dass es hier ist. Ich beantrage meine Versetzung. Oh, und das solltest du auch. Ja. Kann ich euch nur raten, Jungs. Heißt nur geisteskrank in einem Schiff. Anfangsraum, ne? Dort fängt man nämlich an. Beim Dead Space 1. Finde ich geil, dass das nochmal geholt hat. Bietet sich auch an. Schwerkraft und Lebenserhaltungssysteme auf Notreserve. Primärsysteme offline. Hauptzentrifuge ist aufgrund von Reparaturarbeiten offline. Scheiße, das habe ich mir gedacht. Was? Die Schwerkraftzentrifuge wird repariert. Ich muss runter zum Maschinendeck. Das könnte interessant werden. Ja. Ist das sicher? Ich wüsste nicht wie, aber ich werde es Sie wissen lassen.
Aber es dürfte die Minimum-Schiff sein, oder? Oh Mann, ey, da geht's gleich bestimmt so runter. Da sind alle Eingänge beklebt. Guck euch das mal an, alle Lüftungsdinger und so. Du kannst den Kugel spielen, aber ich fahre rein. Bist du im Zentrum, dann tue ich dir den mit Wahrheit weg. Weil du dich und die Liebe fand, um die Nerven zu verderben. Um das Blut und die Leichen zu verderben, damit niemand sich hier ausfindet. Aber du feierst das Bericht. Gott, die Maus funktioniert nicht immer. Ich strecke die ganze Zeit. Klappt nicht immer. Okay. Das ganze Kleberband hier. Gott, ich komme hier echt total grandiotal gar nicht mit vor. Oh, leck. Muss ich doch hin? Geht nicht immer, wo einer jetzt langsam hier kommen, denn ich umpusten können. Kenn ich doch auch noch, ja. Das Podest, Alter. Das kennt man alles. Jetzt können wir. Schöne Trefferpunkte. Ich habe nur zwei. Okay, den Detonator mache ich doch. Haufen, ey. Ich drehe auch bald komplett durch. Das war so richtig eklig, ey. Da wärst du richtig bekloppt. Da wärst du richtig bekloppt. Ich weiß gar nicht, was ich beschreibe so, um das so spielt. Man kennt ihr das? Das ist der erste Teil. Und ich war gerade so ein bisschen wieder am Runterkommen und am Ende bin ich komplett Puls auf 180. Boah, ich muss den Kugel vielleicht ein bisschen leiser machen. Das ist nicht
weiß nicht, ob man das dann noch mehr im Video sieht. Video hört. Ich brauche das nochmal Kopfhörer anziehen, weil das total so wirklich ist, kratzt und mal. Und man hat so das Gefühl, eigentlich nicht, dass das hier im Moment überhaupt nicht, dass das hier. Ne? Ich schreie bestimmt jeden Moment los. Darum. Plasma-Energie. Oh, da haben wir noch was. Audiolog, cool. Gorlin, Hedwig hier. Warst du in der letzten Schicht hier? War überhaupt jemand hier? Schätze, jetzt bin nur noch ich hier unten. Als letzte Nacht die Lichter ausgingen, habe ich mich verirrt und fiel eine Rampe runter. Vielleicht hat mich auch jemand gestoßen. Meine ganze linke Seite tut weh und mein Sprunggelenk ist geschwollen. Seid ihr bestimmt nicht hier unten? Ich höre was in der Nähe meines Spins. Scheiß drauf! Ich gehe nach oben und komme nie wieder hierher zurück! Jo, hätte ich immer nicht gemacht. So eklig, China. Jetzt passiert was.